ihr seid bei Alles außer Blumen. Nach 3 Wochen habe ich das Paradies gefunden. Es liegt genau hier in Havelberg. Und ihr seht, das hier ist die verbotene Frucht. Fasse ich schon mal ein bisschen an, aber naschen ist nicht erlaubt, denn sonst kommt Manfred. Hier hat schon der eine oder andere mal versucht, an der verbotenen Frucht zu naschen. Ja, er hing eigentlich immer unberührt hier, aber mit einmal kamen mehrere Frauen, die diesen Apfel holen wollten. Und ich dachte, wofür wollen die den Apfel? Ja, wir wollen ihn unserem Adam geben, ihn damit verführen. Um Himmels Willen, dachte ich, sie stehen im verbotenen Terrain. Das müssen sie gleich wieder verlassen. Nicht? Und erschrocken wichen sie zurück und haben mir den Apfel dagelassen. Aber es war halt so, es waren nur Frauen. Das heißt, es wimmelt hier von Sündigern und ich mache mich mal jetzt auf die Suche. Mal sehen, ob ich jemanden finde. Den lassen wir mal schön hier, ne? Alles klar. Mir kommt das hier alles sehr unsündig vor im Moment. Wie abgehoben eher von der sündigen Welt. So eine Kunstwelt hier so ein bisschen. Wir sind hier im Garten Eden. Naja, sagen wir mal, im Kleingarten Eden. Und ich habe mir sagen lassen, es waren nur Frauen, die die verbotene Frucht, die den Apfel klauen wollten. Natürlich. Immer die Frauen. Es sind immer die Frauen, oder? Und für den Adam mal eben so ein leckeres Früchtchen kosten, naschen, vorbeibringen, um das Liebesleben aufzupeppen. Okay. Ja? Ja. Das würden Sie machen? Ich glaube ja. Und ist das? Ja, versuchen Sie es mal. Probieren Sie es mal. Da ist er. Die Sünde ist in der Welt! Ja, in Havelberg. Und wie fühlt sich die Sünde an? Super. Die Ursprungssünde? Ja, super. Lecker. Manfred! Jetzt schon alles gut. Manfred! Was sehe ich denn da? Sie haben den Apfel der Erkenntnis einfach vom Baum geholt. Ja. Mhm. Okay, jetzt ich auch nochmal. Also, das war Alles außer Blumen mit 3 Wochen Buga-Berichterstattung und komplett ohne Blumen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber so haben wir nicht gewettet. Ja, das ist meiner. Das war schon mal eine Sünde wert. Also die Sünde ist in der Welt. Wir kriegen sie nicht zurück. Manfred ist natürlich empört, aber ich muss halt sagen, leider geil.